Hallo ihr Lieben, wir grüßen euch aus Krick. Wir sind ja gestern bei etwas bescheidenem Wetter hier angekommen. Schaut mal, Sonnenbrille. Ja. Sonnenstrahlen, mega. Aber heute Morgen hat es noch mal geregnet. Ja, und gestern, ich sag's euch, es hat gestern noch geschüttet. Also wir stehen jetzt hier kurz vorm Campingplatz Omisali, der ist direkt nach der Brücke rechts. Und wir haben unseren Großen hier besucht, weil der ist hier auf dem Campingplatz. Genau. Der Campingplatz war aber genau ausgebucht und wir haben sowieso nicht eingesehen, dass wir für eine Nacht fast 100 Euro bezahlen. Wir wollten ja hier nur stehen und einen kurzen Besuch machen. Und man kann hier reingehen auf den Campingplatz und kann 3 Stunden kostenlos mal rumlaufen, kann Besuch jemanden machen, besuchen. Ja. Man muss sagen, zu wem man hin möchte, zu welcher Parzelle, Platznummer. Und 3 Stunden sind kostenlos, man muss einen Ausweis abgeben. Wenn man länger bleibt, muss man allerdings pro Person 14 Euro bezahlen. Also für uns haben die 3 Stunden gereicht. Wir waren schön essen, da gibt es ein leckeres Restaurant. Pizzeria gegessen. War gut, gell? Genau. Wir zeigen euch auch gleich, wo wir jetzt stehen. Und dann noch kurz was, wenn ihr über die Brücke kommt, also in Krück seid, gleich rechts gibt es einen Parkplatz. Den könnt ihr gar nicht übersehen, er ist auch angeschrieben. Gleich rechts im Parkplatz, da müsst ihr mal anhalten, weil da habt ihr eine mega Aussicht. Mhm. Und mega, ja. Und mega Obst und Gemüse gibt es da. Genau, gibt es dort auch. Wir haben dann kurz Hammermelonen. Ob wir da stehen bleiben, aber das wäre zu weit hier runter gewesen zum Laufen. War ja gestern einfach schlechtes Wetter noch. Mhm. Ja, und wir haben dann gestern geguckt, wo können wir denn hier stehen, damit wir einen Besuch machen können. Also hier unten gibt es einen Campingplatz, sieht man ja. Also hier runter rechts. Und dann haben wir über Park for Night einen Parkplatz gesehen, der hier gleich vorne an ist. Und da stehen wir jetzt. Ja, neben Campingplatz. Ob das jetzt, ich weiß es nicht, also es wollte keiner was von uns haben. Wir standen auch nicht alleine hier bei der Nacht. Wir standen auf dem Camper auch noch neben uns. Und hier gibt es kein Schild, weder ein Verbotsschild noch sonst irgendwas. Also es wollte auch keiner was von uns. Wir haben hier eine sehr ruhige Nacht gehabt. Ja, cool, gell? Der Campingplatz ist übrigens auch schön, ne? Also unserem Großen gefällt es dort auch sehr gut. Ja. Ein richtig schöner Campingplatz, der aber auch, ja, nicht ganz günstig ist. Hat auch seinen Preis, auf jeden Fall. Also man ist mega super direkt am Wasser gelegen. Ne? Also man ist schon fast überall. Ja, ist auch ein schöner Strand. Gut, der hat auch einen Pool und ja. Waschhäuser sind top. Also auch wenn wir da jetzt nicht waren, verlinken wir euch das gerne in der Videobeschreibung. Auch den Platz werde ich hier euch einsetzen, falls ihr hier mal anfahren möchtet. Also wie gesagt, wir können nicht sagen, ob das erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Es wurde zumindest geduldet. Wir werden heute auch weiterfahren. Also, gucken wir mal kurz, wie wir stehen. Wir sind jetzt richtig happy, dass die Sonne da ist. Ja. Da stehen wir. Wir haben uns mal in die ganze Ecke, in die hinterste Ecke gestellt, damit wir niemanden auf den Keks gehen. Hier kommen immer wieder Autos. Ja. Ich weiß auch warum. Ja, da unten ist ja auch so ein. Ja, ja. Du kommst ja hier nicht. Das sind keine Campingplatzbesucher, also Besucher vielleicht, ja. Aber es sind keine, die dort sind. Ich weiß nicht. Nein. Wenn wir irgendwo kamen, kommt man hier wohl auch so zum Strand. Das haben wir jetzt aber noch nicht entdeckt. Jetzt werden wir mal zusammenpacken und dann weitergehen. Und werden noch ein bisschen Krieg erkunden. Ja. Okay. Okay.
We are full. Oh nee, oder? Also ihr seht, wir sind hier jetzt zum Camperstopp Felix gefahren. Der ist direkt also in Krieg, in der Stadt Krieg. Aber hier leider steht hier ein Schild dran, dass sie voll sind. Schade. Ich hätte nachher keinen Ton dabei. Ich einfach nur diese zum Doch, Einspielen. Ist ein Ton dabei. Nee. Doch. So, nachdem das mit dem Städtler leider nichts wurde, da war ein ganz netter Betreiber, der kam dann auch gleich hergelaufen, obwohl da schon ein Schild stand, das voll ist. Der hat meint, man muss da mindestens 2 Tage vorher anrufen, um hier einen Platz, zu reservieren. Okay. Genau. Ja. Wir wollten da aber mal Krieg angucken, hier das Städtchen. Und das haben wir uns trotzdem angeschaut, ja. Und wir stehen jetzt hier auf dem Parkplatz, da stand auch nichts dran, da stehen noch mehr Camper. Da sind wir jetzt auch ein paar Stunden gestanden und haben die Stadt erkundet. Also eine sehr schöne Stadt, gell? Mhm. Richtig schön. Wie das typische Kroate. Kroatische. Mit viele Läden, viele Eisdielen. Ja, kleine, oder, ja genau. Also mega und diese engen Gassen und, ja. Und ein kleiner Hafen unten und ja, überall kann man verweilen. Also sehr, sehr schön. Ja, wir haben dann ja auch also viel, viel los war da auch, gell? Wir haben ja auch was getrunken da, ja. Ja, war richtig, schön, ja. War echt richtig schön. Und das Wetter ist ja heute mega. Ist man gar nicht mehr gewohnt, diese Wärme. Fühlt sich eigentlich irgendwie 10 Grad mehr an, wie das jetzt irgendwie ist. Ne? Ich glaube 25 Grad oder so, ne? Ja, ja. Richtig schön. Heute Morgen hat es noch. Ein Schlag auch einschlagen. Ja, heute Morgen war es echt noch ein bisschen frisch, so mit langer Hose und so. Und dann auf einmal, ne? Mhm. Nee, war echt schön. Jetzt habe ich einen Park for Night in der App. Noch einen Stellplatz gefunden, weil wir brauchen etwas zum Ver- und Entsorgen. Das haben wir seit unserer Abfahrt am Donnerstag nicht mehr gemacht.
Nö. Donnerstag. Ja. Donnerstag sind wir losgegangen. Genau. Jetzt aber Montag. Ah, wir hatten noch ein bisschen was, also wir würden noch einen Tag rumkommen, aber so ganz ohne Plan ist dann auch nicht so gut. Jetzt haben wir einen anderen Platz gefunden. Das ist jetzt nur irgendwie 10 Kilometer, aber 26 Minuten von hier. Und da fahren wir jetzt mal hin und hoffen, dass wir da stehen können und dass wir da Pferde entsorgen können. Und jawohl, so machen wir es. Dann denke ich mal, dann geht es jetzt weiter. Jo, also starten wir. Gut. Los geht's. Wir haben dann doch jetzt noch einen Stellplatz gefunden. Wir sind weitergefahren nach Punat. Wir stehen jetzt hier am Camping Pila. Also da drüben ist ein Campingplatz. Pila. Und der hat noch einen angrenzenden Wohnmobilstellplatz. Also man kann sich hier entweder auf dem Campingplatz einbuchen oder hier auf dem Wohnmobilstellplatz. Und zum Zentrum nach Punat ist es nur ein kurzer Spaziergang. Das wollen wir auch demnächst heute mal machen. Also wir sind hier gestern angekommen und wir bleiben jetzt bis morgen, sodass wir auch mal einen Tag irgendwas machen können. Sonst sind wir immer irgendwie auf der Flucht. Das ist ja auch nicht schön. Ja. Wir wollen ja auch was sehen. Wir haben bezahlt. 41 Euro die Nacht. Für drei Personen. Also eigentlich kostet 30 Euro, glaube ich, für zwei Personen. Für zwei Personen, ja. Aber hier ist, sind Duschen inklusive, Entsorgung, Versorgung und also, Strom ist inklusiv. Genau, und man kann die Sanitär, also man kann alles vom Campingplatz kann man mit benutzen. Genau. Ja, also 41 Euro ist für einen Wohnmobilstellplatz nicht gerade einen Schnapper. Aber wir haben uns da schon mal ein bisschen umgeschaut und gegoogelt. Ja, die Preise sind hier ganz schön. Es wird nicht billiger. Angezogen. Der Campingplatz an sich ist jetzt nicht so riesig. Wir haben jetzt auch schon andere Plätze gesehen, Campingplätze gesehen, die kosten 100 Euro die Nacht. Der kostet, glaube ich, an die 50, hat uns ein Ehepaar erzählt. Mhm. Genau wissen wir das aber nicht, aber das findet ihr sicherlich auf der Seite. Er hat jetzt nicht so viel zu bieten. Sanitäranlagen sollen wohl okay sein. Der ganze Campingplatz ist schon ein bisschen älter. Wir sind ja auch direkt am Meer, also hinter den Bäumen kommt das Meer. Haben es uns auch angeschaut. Ja. Der Strand ist jetzt nicht rekordverdächtig. Es ist alles so ein bisschen. Nee, das ist so ein bisschen betoniert alles und am Strand, am Rand da vom Wasser. Und da ist eine Treppe rein und ja, das ist. Es ist in Ordnung, aber es ist jetzt kein Strand, wo man jetzt zwei Stunden für fährt. Kein Traumstrand. Nee. So sieht's aus. Uns würde jetzt mal interessieren, wie es im Ort innen aussieht, also in Punat. Deswegen sind wir noch einen Tag, haben wir jetzt einen Tag verlängert und laufen mit unserer Tochter da jetzt mal rein, Eis essen, ein bisschen verweilen. Und dann schauen wir mal, gucken, wo es uns noch weiter verschlägt auf Krück. Also das Städtchen Krück hat uns auf jeden Fall schon sehr gut gefallen. Das haben wir ja jetzt aber ja schon erzählt. Ja. Das ist ein sehr schön kleines Städtchen mit den engen Gassen. Wunderbar. Ja, wirklich schön. Dann gehen wir jetzt mal zum Wohnmobil. Hier auf diesem, schon gezeigt, wo wir stehen. Genau, hier auf dem Platz kann man sich so hinstellen, wie man mag. Hier gibt es keine Markierung oder sonst irgendwas, sondern einfach hinstellen. Quer, längs, hochkant, diagonal, spielt keine Rolle. Ach, ich wollte dir noch was sagen. Wollte ich sagen oder wollte ich nicht sagen? Positives zum letzten Video. Wir machen ja jedes Mal, wenn wir in Urlaub fahren, Anfahrtsvideo. Von vielen ist es so gewollt, es ist nicht immer unbedingt spektakulär. Nee. Und das letzte Anfahrtsvideo war natürlich jetzt durch das Unwetter ein bisschen, ja, vielleicht langatmig. Vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen langweilig. Und trotz alledem haben wir uns sehr gefreut über diese mega vielen positiven, freundlichen Kommentare, die uns einen schönen Urlaub gewünscht haben. Also war wirklich ganz aktuell, haben wir uns wirklich gefühlt und eigentlich sollten wir die paar wenigen, die meinen, sie müssen uns irgendwie beleidigen, sollte man eigentlich gar nicht erwähnen, aber dazu sei gesagt, wem es nicht passt, der schaut es einfach nicht an. Wir haben überhaupt nicht da ein Drama draus gemacht, dass wir da drei Tage gestanden sind insgesamt. Wir sind auch nicht extra drauf losgefahren, sondern es hat uns halt eiskalt erwischt. Als wir losgefahren sind, haben wir noch nicht mitbekommen, dass es so extrem ist. Ja. Als wir das mitbekommen haben, sind wir stehen geblieben.
Wir sind auch nicht in irgendein Hochwassergebiet gefahren und irgendwie hier als Schaulustige dazustehen. Wir haben überhaupt nichts gesehen von alledem. Gar nichts. Und manche haben gesagt, wie kann man nur, wie fährt man überhaupt dahin? Das ist ja, geht ja überhaupt gar nicht. Hallo? Alle, die am Wörthersee waren, haben uns davon von der Weiterreise kurz abgeraten. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Und da muss man uns nicht irgendwas vorwerfen oder irgendwas. Oder dass wir das dramatisiert haben oder war ja auch ganz toll. Ja, wir haben sie überhaupt nicht dramatisiert. Wir sind halt gestanden, das haben wir erzählt, dass wir nicht weitergefahren sind oder weitergefahren konnten. Könnten schon, aber das wäre dämlich gewesen für uns. Deswegen haben wir es nicht gemacht. Genau. Wir wollten nirgendwo im Weg sein. Wir wollten niemanden stören. Wir mussten nicht dahin fahren, wo es eh schon Krise ist. Und natürlich ist unser Problem mit der Anreise kein Problem. In dem Sinn, Probleme haben die, die in den Gebieten wohnen, die alles verloren haben. Und ganz allein denen gehört unser Mitgefühl. Ganz klar. Ja. Also wir hoffen, dass den Menschen geholfen wird. Das ist wirklich, kriegt schon wieder Gänsehaut. Ich könnte auch heulen, wenn ich überlege, man wohnt da wo und man verliert echt alles, ja? Ja. Ja, nee, das, puh, also mir geht das echt richtig nahe. Ich habe die Bilder. Wir sind, als wir da gestanden sind 2 Tage, wir haben immer wieder die Nachrichten angeschaut und das war wirklich schrecklich. Ne? Mhm. Also das, ja, das berührt einen aber selber ganz arg und ja, und da lassen wir uns auch nicht irgendeinen Scheiß vorwerfen, weil es mich hat echt genervt. Tja. Ne? Muss auch mal gesagt sein, sorry, genau. Eigentlich sollte den Menschen, die meinen, sie müssen irgendwas angucken, vielleicht noch nicht mal zu Ende gucken, hauptsache dumm kommentieren, bitte verschont uns einfach damit, ja, weil es nervt. Auf die können wir verzichten. Auf die können wir verzichten und die anderen 99% habt ganz lieben Dank. Wir hoffen, dass es euch allen gut geht. Dass ihr nicht betroffen seid. Und die von betroffen sein, dann drücken wir die Daumen, damit bald wieder Licht am Horizont erscheint und dass euch geholfen wird. Genau. So. Okay. Das war's dann auch hierzu und wir gehen jetzt mal in die Stadt. Richtig. Hm? Eis essen, oder? Ja. Haben wir ja gestern nicht gemacht, gell? Nee. Nein. Nur wir. Gestern haben wir 2 Stück gegessen. Ja. Übrigens, wir haben ja schon erwähnt, die Preise sind hier zwar ganz schön gestiegen, überall, alles egal, Einkaufen, ja. Camping, alles. Aber der Diesel, haben wir gesehen, gestern 1,41 Euro. 1,41 Euro, ja. Und eine Kugel Eis von 2 Euro bis 3,50 Euro. Ja, ich hatte eine für 3,50 Euro, das hatte ich irgendwie nicht richtig gelesen. Aber der war trotzdem lecker. Ja. Das war auch große Kugel. Und die für 2 Euro und 2,50 Euro, da erschrickt man schon schön, wenn man das liest, aber da reicht auch eine. Du hattest auch nur eine. Ja, das war also wirklich, also das ist wie in Deutschland eigentlich 2 Kugeln. Aber das Vanilleeis war nicht so wie. Ja, das ist überall. Meins war lecker. Und das so Kinder Bueno Eis von unseren Töchterchen war auch lecker. Im Supermarkt waren wir heute Morgen auch schon. Haben wir uns mit Frühstücksbrötchen versorgt. Ja. Also die Preise im Supermarkt, die sind eigentlich normal. Also genau. Man muss sich ja nicht unbedingt am Campingplatz versorgen. Das ist ja meistens doch etwas. Da holt man sich halt das Nötigste. Okay. So, Prinzessin, geht's los. Ja, 2 Tage später. 2 Tage war die Kamera komplett aus. Und mein Mann war auch. Ich war auch aus. Du warst auch. Ich war auch tot. Ja, jetzt geht es mir wieder einigermaßen. Ja, fast. Noch nicht ganz so, aber. Noch nicht ganz so. Ich bin wieder unter den Lebenden. Das war mitten richtig. In der Nacht hatte ich Bauchschmerzen und bekam Fieber und mir war richtig kalt. Hier drin im Wohnmobil hatte es 35 Grad tagsüber und ich habe mich einfach hingelegt und zugedeckt und geschlafen. Ja, und er sagt, ich friere so. Ich sage, nee, dein Ernst. Doch, ich friere so. Und dann hatte ich mir auch echt ein bisschen Sorgen gemacht. Und ja. Bin dann mal vor in die Rezeption. Ich musste dann ja auch mal verlängern, weil mit Fahren war ja nichts. Selbst wenn du weitergefahren wärst, wäre es nicht gegangen. Also das hätte ich gar nicht mitgemacht. Also ja, das glaube ich auch. Das wäre mir zu viel. Genau, also ihr wisst ja, also alle, die unseren Kanal verfolgen, dass ich mit dem Ding zwar fahren darf, aber zwischen dürfen, können und sich zutrauen liegen Welten. Wenn alle Stricke reißen, keine Ahnung, ich kann das Teil wohl bedienen, ich kann auch fahren, aber hier in Kroatien mit den engen Gassen und ich wäre wahrscheinlich überfordert und mein Mann hätte da schon mal gar keinen Spaß dran. Und wie du gerade gesagt hast, wenn es einem so schlecht geht, dann will man auch nicht rumgefahren auch werden. Auch nicht als Beifahrer. Nee, gell? Naja, ich bin dann vorgegangen, die Rezeption habe dann verlängert.
weil wir hier nicht, erstmal nicht weg haben, zwei weitere Tage. Und habe dann vorne dann doch auch mal gefragt wegen dem Arzt, falls dann doch das schlimmer wird, weil du sahst echt elendig aus. Und ihr ist fußläufig sogar eine Arztpraxis, die hatte dann auf zwischen 11 und 14.30 glaube ich. Aber ja, da mussten wir dann erstmal hinlaufen. So, genau, das war ja. Jetzt das so war, weit, aber für ihn war es fast. Das war die Hölle. Ja. Und der hat uns dann was verschrieben. Der hat auch sehr gut Deutsch gesprochen. Das ist so ein Gel, das löst man auf in der Flüssigkeit und was gegen die Bauchkrämpfe. Das ist irgendwie was, ja, der Arzt wusste natürlich auch nicht so recht. Man kann alles haben, man kann eine Lebensmittelvergiftung haben, man kann sich ein Virus eingefangen haben. Das ist irgendwie zur Entgiftung, irgendwie bei Magen-Darm-Beschwerden, keine Ahnung. Ja, das habe ich mir jetzt schön eingeflößt, die zwei Tage. Nachdem ich dann die erste Ration von dem eingenommen hatte, ja, war alles wieder draußen. Habe ich mich draußen auf der Wiese verewigt. Ja. Ja, das war auch nicht so toll. Mehr dazu gibt es nicht. Ich hatte auch gar keinen Andrang dazu, aber es kam plötzlich wie aus einem Eimer geschossen. Ja, und ich war dann hier noch im Kaufladen, weil ich noch einen Tee wollte für dich. Noch irgendwie. Ja, dann hat die gute Frau mir gesagt, er soll das hier nehmen. Ich habe mich versucht zu verständigen, ich soll ihm das hier kochen. Der Arzt hat gesagt, du sollst Diät halten, du sollst erstmal gar nichts essen, außer trockenes Brot. Mein Mann hat vorgezogen, das auch nicht zu sich zu nehmen. Also hat seit zwei Tagen nichts gegessen. Heute werde ich dir vielleicht mal die Hühnersuppe. Nee, das wäre vielleicht nicht. Also so langsam bekomme ich ein kleines Hüngerchen. Ja. Es lebt wieder. Es lebt wieder. Ja, er kann auch schon wieder zicken. Zicken? Er wollte heute Morgen tatsächlich einen Kaffee trinken. Ich habe gesagt, es gibt keinen Kaffee. Nein, es gibt jetzt erstmal keinen Kaffee. Dann sagt er doch, wenn ich keinen Kaffee kriege, dann fahre ich heim. Oh. Männer. Ja. Ja, so ganz tausendprozentig hergestellt noch nicht. Gell? Nee. Wir wollten eigentlich ja weiterfahren, hatten noch zwei Tage auf der Insel, wollten weiterfahren zu einer schönen Bucht, aber da muss man ziemlich weit runterlaufen, ich glaube mit einer großen Wanderung. Nee. Wird das halt noch nichts. Das wird noch gar nichts. Somit geht Krück schneller zu Ende für uns wie geplant, aber so ist das im Leben. Es kommt immer anders, wie man denkt. Aber Hauptsache, geht es wieder besser. Genau. Und unser Töchterchen und ich, wir haben jetzt halt auch gechillt. Ne? Mhm. Liegen auch so rum. Völlig erholt. Ja, völlig, ja. Völlig erholt, ja. Wir sind ja hier auch reingelaufen gewesen, einen Tag davor noch, wo es dir noch gut ging. Es ist eine nette Ortschaft hier. Wie hieß das nochmal? Kann ich das hier rausfinden? Hier steht es nämlich drauf. Punat. Punat. Auf dem Kaufladen steht es drauf, genau. Den kann man von hier aus sehen. Das ist eine, wie soll man das sagen, ein kleines Hafenstädtchen, würde ich sagen. Das ist ein kilometerlanger Hafen mit einer Werft, dass man ja, auch durchkommt. Eine Marina, ja. Die eine ganz große Werft war da und dann war da noch so ein Yachtclub und hast nicht gesehen, also mega. Also kannst den ganzen Tag Schiffe, Boote, Yachten angucken. War ganz interessant und ganz viele nette kleine Restaurants, Bars. Ja. Kann man aushalten, gell? Genau. Doch, ist eigentlich ganz nett. Also lohnt sich auf jeden Fall mal, wenn man hier ist, da mal reinzulaufen. Es ist wirklich ganz schön. Dann würde ich sagen, wir machen uns mal startklar. Machen hier noch voll sauber und dann... Alle Luken zu? Nee, noch nicht, noch alles offen. Dann will ich hier noch einmal schön durchsaugen. Okay. Okay. Den bringe ich dir. Ja. Gib mir 5 Minuten. Gib mir 5 Minuten. Okay, alles klar. Okay.
Also wir waren jetzt am Basca Beach. Da gab es einige Parkplätze. Und es ist auch ein sehr nettes, sehr nettes Dörfchen, Städtchen mit einer ganz langen Strandpromenade. Da sind wir rumgelaufen. Sehr klares Wasser, aber allerdings absolut überlaufen. Naja gut, wir haben jetzt auch August. Ich schwenke mal kurz rum, wir sind gerade an der Tankstelle. Ja. Wir tanken ja Diesel für 1,41 Euro, also das ist hier wirklich günstig. Apropos Parkplatz, das war auch sehr interessant. Kann man mit der App bezahlen oder am Parkautomat. Muss man sich natürlich ein bisschen durchwursteln, wenn man der Sprache nicht so her ist. Und dann kam Wolfgang zurück und meinte, nee, da parken wir nicht. Ich so, ja, wieso? Ja, 100 Euro. Hä, 100 Euro? Ja, okay. Schau mir das an, ey. 100 Euro wollten die, da war ein Schild dran, 100 Euro wollten die für Parken für eine Nacht für Wohnmobile. Es wurde, war gestaffelt, immer 2 Euro pro Stunde für Autos, aber die Staffelung gab es für Wohnmobile und für Busse nicht. Also Busse für einen Tag und Wohnmobile für einen Tag, 100 Euro. Dann wusste man nicht so recht, was man machen sollen. Ein Autoticket ziehen und dann vielleicht Strafe kassieren. Ja, da war ein Stück weiter unten war auch noch ein Parkplatz. Da ist einer gestanden, der die da eingewiesen hat. Da bin ich hingelaufen, habe den mal nett gefragt. Und dann hat er gesagt, ja, nee, immer nur, wenn es 2 Stunden, dann nur 4 Euro. Ich sage, ja, aber mit Wohnmobil. Ich sagte, ja, 100 Euro. Nee, aber er war dann ganz freundlich und hat gesagt, nein, also wenn man mit dem Wohnmobil da steht, und dann nur 2 Stunden braucht, dann also pro Stunde halt 2 Euro einwerfe. Da muss man sich auch allerdings ein Autoticket ziehen. Ich hatte nachher schon ein bisschen Sorge, na, wenn der mir das so verkauft und ich da mir mein Ticket ziehe. Wir haben dann für 6 Euro ein Ticket gezogen, also für 3 Stunden, damit wir auch ein bisschen Zeit haben. Hatte ich dann schon ein bisschen Schiss. So, ich sage, nachher kriegt man noch eine Strafe. Und dann sagt sie, nein. Es war dann auch alles okay. Also wir haben dann für 6 Euro geparkt, was ja auch nicht gerade schon Schnapper ist, aber das ist ja okay. Aber 100 Euro. Also ich glaube, das ist der teuerste Parkplatz, den ich je gesehen habe. Also ich stelle mich doch nicht auf den Parkplatz und zahle da 100 Euro die Nacht. Also das ist echt verrückt. Naja, wie auch immer. Wir haben da jetzt einen schönen Mittag verbracht. Jetzt haben wir 14 Uhr und fahren jetzt weiter. Wenn Wolfgang fertig ist mit Tanken. Wolfgang hat jetzt getankt und wir kommen jetzt auch zum Ende von diesem Video. Bei uns geht es jetzt weiter und zwar fahren wir auf die Fähre. Mehr verraten wir jetzt noch nicht. Nee. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ja. Übrigens, wenn ihr uns ein Like da lasst oder kommentiert oder abonniert, das pusht auch unseren Kanal, das würde mir uns freuen. Richtig. Über jeden Kommentar, auch wenn wir nicht immer jeden beantworten können. Ich versuche es immer, aber das ist dann manchmal doch ein bisschen viel. Viele haben noch gefragt, wie es jetzt voll geklappt hat, dass wir gut angekommen sind, aber war alles prima, hat man zum Anfang vom Video, glaube ich, schon erzählt. Hat alles super geklappt. Wir haben mega Wetter, ne? Wir müssen uns ja schon mal dran gewöhnen. Also, ja. Man darf nicht sagen, dass man schwitzt. Sonst heißt es wieder, erst jammern sie, weil sie Regen haben. Nee, wir schwitzen nicht, ist alles gut. Wir schwitzen auch nicht bei 40 Grad. Alles prima, man darf das ja nicht sagen. Mimi. Genau. Also, bis zum nächsten Video. Ja, also ciao. Ciao.